Mit großen Schritten geht's in Richtung Confed Cup. Der letzte Stopp der deutschen Nationalmannschaft ist Nürnberg. Hier spielt der C-Kader, so klar muss man das jetzt einfach mal sagen, in der WM-Quali gegen San Marino. Also ehrlich, rein sportlich gesehen ist das Spiel gar nichts wert. Der bis jetzt höchste Sieg gegen das kleine Land war ein 13:0 und auch im Hinspiel der Quali wurde es fast zweistellig. Trotzdem sind ein paar Fans aus San Marino mit hierher gefahren. Total coole Typen. Deutschland gegen San Marino. Lenny, was tippst du? Ja, 40-0 wäre natürlich schön, um den neuen Rekord einzustellen oder aufzustellen. Aber wir schauen mal, ja. So ein 4-0, 5-0 ist vielleicht realistisch, aber sollte der Fels ja auch was bieten hier. Ne? Ich denke auch. Ja. Es ist sauwarm, wir haben volle Sonneneinstrahlung. Wir werden schön rote Gesichter bekommen, aber jetzt schauen wir erstmal ein bisschen im Stadion rum. Das Max-Morlock-Stadion ist keine moderne Arena. Um das Spielfeld führt noch eine Tartanbahn. Und das wird ja im, in Anführungszeichen, modernen Fußball immer wieder kritisiert. Ich finde, das hat so seinen eigenen Charme. Vor allem der Oberrang ist genial. Wenn man hüpft, schwingt der nämlich leicht mit. Beim Confed Cup 2005 gab es hier 3 Spiele. Darunter zum Beispiel auch das Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien. Gut, so einen großen Gegner gibt's heute nicht, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich bei einem Länderspiel bin. Bis jetzt war ich hier nur bei Heimspielen des 1. FC Nürnberg. 9-mal wurde der Club deutscher Meister, das letzte Mal 1968. Der letzte DFB-Pokalsieg ist dagegen erst 10 Jahre her. Apropos Sieg, San Marino hat in der Geschichte erst ein Spiel gewonnen und das war 2004 mit einem 1:0 gegen Liechtenstein. Das Team weiß, dass sie unter die Räder kommen werden. Aber völlig egal, dabei sein ist alles, jeder will doch mal vor so einer Kulisse spielen. Es geht um nix, wir haben trotzdem Spaß und deshalb schauen wir uns doch mal an, wer so alles spielt. Na, ob Lenny da eine kleine Vorahnung hatte? Sandro Wagner, die Legende. Der Confed Cup ist ja ein Perspektivturnier, so hat's Bundestrainer Jogi Löw zumindest gesagt. Jeder hat eine Chance, um sich zu zeigen und so natürlich dann auch einen Platz im Kader für die WM in Russland zu ergattern. Eigentlich passt Wagner in die 90er. Er ist ein echter Typ. Jemand, der sagt, was er denkt. Ihm ist egal, was die Leute über ihn sagen. Er will Fußball spielen und das macht er auch ziemlich gut. Immer Vollgas, immer 100%. Neben ihm steht auch Julian Draxler im Mittelpunkt. Er ist beim Confed Cup der Kapitän, eine sehr gute Entscheidung. Er ist ein Leader auf dem Platz und der Motor des Mittelfelds. Klar, da kann man jetzt gegen San Marino nicht wirklich was zeigen. Ich meine, da stehen 10 Verteidiger im Strafraum. Du kommst da nur mit Glück oder mit einer Standardsituation vors Tor. Tja, das 1:0 schießt Julian Draxler und so ist die Mini-Chance, ja, dass es eine Sensation geben könnte, im Keim erstickt. Eigentlich gibt es nur einen Grund, wieso ich heute im Stadion bin. Ich will sehen, wie der C-Kader kämpft. Bei den Weltmeistern merkst du einfach, dass sie maximal 80% in so Spielen geben. Es ist eben eine lange Saison und gegen den Fußballzwerg gewinnst du halt auch mit angezogener Handbremse. Jetzt ist das ein bisschen anders. Jeder wittert die Chance und so ist die erste Halbzeit auch richtig gut. Die Jungs auf dem Platz beißen und schmeißen sich in jeden Zweikampf. Auch ein Armin Younes ist eine große Überraschung. Vor einem Jahr hat ihn noch keiner gekannt. Bei Ajax hat er sich aber einen Namen aufgebaut und ist ein absoluter Dribbelstar. Auf der linken Seite kann Younes auf jeden Fall eine Alternative sein. Wobei da auch aus der U21 einiges nachkommen wird. Um das in einem Satz zusammenzufassen, in der Breite war Deutschland selten so gut aufgestellt wie jetzt. Auch im Sturm, klar, man hat einen Sandro Wagner in der Hinterhand. Aber ich sag jetzt einen ganz, ganz bösen Namen. Timo Werner. Viele von euch mögen ihn nicht. Ihm gehört aber die Zukunft. Und Leute, das hier geht einfach zu weit. Timo Werner wurde gerade eingewechselt. 55. Spielminute. Und das ganze Stadion pfeift. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also wir sprechen hier von der deutschen Nationalmannschaft. Und da den eigenen Mann auszupfeifen, das holy. Das versteht man überhaupt nicht. Also gerade wenn man das vergleicht mit dieser friedlichen Atmosphäre, die es hier im ganzen Spiel gab. Da kommen plötzlich Buhrufe von oben wegen so einer Belanglosigkeit, muss man nicht verstehen. Versteht mich bitte nicht falsch. Kritik ist voll und ganz in Ordnung. Die Schwalbe von Timo Werner war nicht okay. Aber er ist 21 Jahre alt und jeder macht in seinem Leben Fehler. Er hat sich dafür entschuldigt und dann muss es doch auch irgendwann mal gut sein.
Aber wartet, stimmt, Werner spielt ja für das böse RB Leipzig und deshalb ist er der Antichrist. Leute, der Junge ist ein Mensch, wie wir alle. Er ist nicht perfekt, aber das sind wir alle nicht. Am Ende spielt er aber mit dem Adler auf der Brust und das sollte zählen. Mit 7:0 gewinnt also Deutschland gegen San Marino. Wir hatten Spaß und sind jetzt so richtig heiß auf den Confed Cup.